Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, wir wollen heute einmal euer iPad für den Schulunterricht vorbereiten und die ersten Einrichtungsschritte machen. Ihr habt euer iPad und euren Apple Pencil ausgepackt und eure Papiere vor euch liegen, dann können wir schon loslegen. Um das iPad anzuschalten, müsst ihr die Standby- und die Home-Taste gleichzeitig drücken. Als nächstes sollte einmal das Apple-Zeichen aufleuchten und das iPad hochfahren. Und später solltet ihr zum Startmenü kommen, wo euch gleich nach der Sprache gefragt wird. Dann solltet ihr zur Sprachenauswahl kommen. Hier kommt ihr hin, indem ihr einmal auf die Home-Taste drückt und natürlich die Sprache Deutsch auswählt. Als nächstes brauchen wir einmal die Region und hier nehmen wir Deutschland. Das ist später wichtig für Updates seitens des iPads. Dies kann natürlich wieder einige Zeit dauern. Nun werdet ihr nach dem Schnellstart gefragt. Hier ist es wichtig, dass wir unten auf manuell konfigurieren gehen, damit wir später das iPad genau für die Schule einrichten können. Dann werdet ihr nach einer WLAN-Verbindung gefragt, damit das iPad über das Internet arbeiten kann. Wenn ihr in der Schule seid, wählt ihr das Netzwerk aus Bring Your Own Device und meldet euch mit euren iSurf-Daten daraufhin an. Das heißt euer Vorname, Nachname und daraufhin euer eigenes iSurf-Passwort. Wenn ihr euch dann im Schulnetzwerk mit euren iSurf-Daten angemeldet habt, ploppt dieses Fenster auf, nämlich dass ihr dem Netzwerk vertrauen müsst. Dies tut ihr natürlich, da unser Schulnetzwerk immer überwacht ist. Wenn ihr das iPad aber zu Hause einrichtet, dann müsst ihr euer eigenes Netzwerk von zu Hause auswählen. Das wählen wir einmal aus. Und dann werdet ihr nach dem Netzwerkschlüssel bzw. nach eurem Passwort für euer eigenes Netzwerk zu Hause gefragt, also euer WLAN-Passwort, das geben wir auch einmal ein, und drücken oben auf Verbinden. Jetzt seid ihr mit dem Internet verbunden und könnt wieder auf Weiter klicken. Dies kann natürlich wieder einige Zeit dauern, aber es sollte gleich fertig sein. Nun werdet ihr gefragt, ob ihr Daten aus einer iCloud bzw. aus einem Apple-Profil hochladen wollt. Hier ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr ganz unten auf keine Apps und Daten übertragen klickt. Nun kommen wir zur entfernten Verwaltung, welche für unsere Schule sehr wichtig ist. Dort seht ihr einmal, dass die entfernte Verwaltung vom Philipp-Melanchthon-Gymnasium konfiguriert dein iPad automatisch, das wird euch nämlich angezeigt. Hier könnt ihr auch ganz einfach wieder auf Weiter klicken. So, dann geht das Fenster auf, wo ihr euch für das PMG Meine für die entfernte Verwaltung anmeldet. Hierfür braucht ihr einmal die JAMF-Zugangsdaten, welche ihr dann ganz einfach eingebt. Wenn ihr eure JAMF-Zugangsdaten aus euren Unterlagen eingegeben habt, klickt ihr auf Anmelden. Daraufhin werdet ihr gefragt, ob ihr euch auf diesem Gerät registrieren wollt, und dies tut ihr. So, nun installiert das iPad unsere Schulkonfiguration, damit es gleich weitergehen kann. Nicht wundern, das kann natürlich wieder 1-2 Minuten dauern, weil hier recht viele Daten aus eurem Internet auf das iPad geladen werden, damit in der Schule später alles reibungslos funktionieren kann. So, das war doch gar nicht so lange. Dann sucht ihr euch euren persönlichen Code für euer iPad aus. Diesen könnt ihr euch, wie gesagt, selber ausdenken. Wichtig ist, dass er 6-stellig ist, und es ist zudem besonders wichtig, dass ihr euren Code mindestens einmal aufschreibt, falls ihr ihn vergessen werdet, und ihn am besten auch noch einmal zu den Unterlagen legt. So mache ich das immer persönlich. So, dann geben wir einmal den Code ein. So, wenn ihr euren eigenen Code aus iOS gedacht habt, müsst ihr den einfach einmal nochmal bestätigen. Als nächstes werdet ihr zu eurer Apple-ID gefragt.
Hier ist es ganz wichtig, dass ihr die aus den schulischen Unterlagen nehmt und nicht die private. Das heißt, ihr guckt wieder in eure Unterlagen, sucht euch eure Apple-ID raus von der Schule und gebt diese ein. Habt ihr eure schulische Apple-ID eingegeben, bestätigt ihr wieder mit weiter. Nun müsst ihr das Passwort zu der schulischen Apple-ID eingeben. Dazu ist gesagt, dieses steht wiederum in den Unterlagen und ist ein temporäres Passwort. Habt ihr dieses temporäre Passwort eingegeben, welches in euren Unterlagen steht, bestätigt ihr wiederum mit weiter. Jetzt werdet ihr darauf hingewiesen, dass ihr euer iCloud-Passwort ändern sollt. Wie gesagt, das, was in euren Unterlagen steht, ist ein temporäres Passwort. Dieses Passwort ändert ihr wieder ab zu einem neuen Passwort, was ihr euch selber ausdenken sollt. Und auch hier wieder sehr wichtig, schreibt es auf und wieder packt es mit zu den Unterlagen, falls es euch mal nicht mehr einfällt und ihr es immer parat haben könnt. Wenn ihr euer neues eigenes Passwort für eure iCloud, für eure schulische iCloud eingegeben habt, dürft ihr wieder oben rechts bestätigen und klickt auf Ändern. So, jetzt ploppt wieder die Nachricht auf, dass die Einrichtung einige Zeit ändern kann. Dies kann natürlich von Netzwerk zu Netzwerk immer unterschiedlich sein. Somit wundert euch nicht, wenn dies wirklich einige Minuten dauern kann. Daraufhin werdet ihr nach dem Ortungsdienst gefragt. Hier ist es ganz wichtig, den Ortungsdienst zu aktivieren, das heißt auf das blaue Feld zu klicken, damit, falls euer iPad einmal verloren gehen könnte oder sogar gestohlen werden könnte, dass es dann nachvollzogen werden kann, wo es sich denn befindet. Das heißt, auf Ortungsdienst aktivieren klicken. Daraufhin kommt ihr zum Erscheinungsbild, wo ihr gefragt werdet, ob euer iPad eher helle oder eher dunkle Hintergründe hat. Ich persönlich habe das dunkle Schema, da ich finde, es für die Augen entspannter ist. So, und dann seid ihr sogar schon fertig und wie ihr seht, willkommen bei eurem iPad. Als nächstes müsste bei euch ganz einfach dieser Homescreen aufgeploppt sein. Natürlich können die Apps auch anders angeordnet sein, aber ihr solltet euch auf eurem Homescreen befinden und solltet hier auch schon interagieren können. Weitere Informationen erhaltet ihr durch eure Klassenlehrer oder die iPad-Verantwortlichen. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem iPad in der Schule.